Hallo und herzlich willkommen in Offenhausen. In der Passionsgeschichte geht es ganz schön dicht zu. Das ist eine Geschichte, die ist so voll, dass man jedes Jahr wieder etwas Neues entdecken kann. Denn in ihr ist wirklich das ganze Spektrum von allen menschlichen Möglichkeiten und Dunkelheiten enthalten. Da geht es um Jubel und um Abkehr. Um Freundschaft und um Verrat. Begeisterung und Schweigen. Gemeinschaft und Einsamkeit. Hingabe und Neid. Abschied und Trauer. Und noch vieles mehr. Und da frage ich mich, ist das wirklich einfach nur lange her und aufgeschrieben und schön, dass wir uns dran erinnern? Oder ist es nicht eher so, was entdecke ich dieses Jahr darin? Was entdecke ich dieses Jahr über mich oder über andere oder über Gott? Was ist der Augenmerk, der mich momentan darin bewegt? Wir singen heute Holz auf Jesu Schultern, weil wir Menschen manchmal dazu neigen, was heißt dazu neigen? Wir können es einfach nicht. Wir wissen in dem Moment, wenn etwas passiert, oft noch nicht, was daraus folgt. Ob es jetzt einfach nur schwer ist und dunkel oder ob nicht dann noch ein Licht kommt. Deshalb Holz auf Jesu Schulter. Denn das Kreuz ist für uns sowohl Zeichen für sein Leid und seinen Tod, als auch Zeichen unserer Hoffnung. Und auch wenn wir während des Leidens noch nicht wussten, was daraus wird, so wie die Jünger noch nicht wussten, was noch passieren wird, so wissen wir manchmal auch noch nicht so recht, was sein wird. Und vielleicht ist da Hoffnung und Licht. Und dann wird nämlich aus dem Holz auf Jesu Schultern ein Baum des Lebens, der gute Frucht bringt. Von
uns aus den Toten, lass uns auferstehen. So seid gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch eure Ann-Sophie und euer Martin, Pfarrer an der Evangelischen Studierendengemeinde in Erlangen.